Das Microsoft Surface Go ist das kleinste Surface-Gerät bisher und es wird von vielen als das wichtigste Produkt der Surface-Familie bezeichnet. Doch wie gut ist das Tablet wirklich? Wir haben das Surface Go in den letzten Wochen ausführlich für euch getestet. Doch fangen wir mit etwas anderem an. Weshalb ist ausgerechnet das kleinste Surface-Tablet bisher auch vielleicht sogar das wichtigste Produkt der Surface-Reihe? Warum ist das Surface Go für Microsoft, aber auch offenbar für die mediale Öffentlichkeit so wichtig? Das Surface Go erhielt zum Start unglaublich viel Aufmerksamkeit, so viel wie kaum ein anderes Surface-Gerät bisher. Das Surface Go wurde in den USA teils von Medien getestet, die sich üblicherweise überhaupt nicht für Windows- oder Microsoft-Geräte interessieren. Das hat zweierlei Gründe. Der wichtigste Grund ist die Positionierung auf dem Markt, wo auch der Preis eine wirklich wichtige Rolle spielt. Microsoft vermarktet das Surface Go als Tablet, das mehr kann und positioniert es als Konkurrenzprodukt zum iPad Pro. Gleichzeitig ist es nicht nur das kleinste, sondern auch das günstigste Surface-Produkt bisher. Damit ist die Zielgruppe im Vergleich zu anderen Surface-Geräten enorm. Jeder von uns dürfte schon mal über den Kauf eines größeren Tablets für Alltagsaufgaben und für etwas Surfen auf dem Sofa nachgedacht haben. Und mit dem Preis von 449 € ist das Finanzielle jetzt auch nicht die allergrößte Hürde. Für eure 449 Tacken bekommt ihr allerdings nur das Tablet, ausgestattet mit einem Intel Pentium Gold Dual-Core-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB an eMMC-Speicher. Wir bekamen die teure und schnellere Variante im Wert von 599 € mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD zum Testen. Natürlich wollt ihr die Tastatur nicht missen, wodurch weitere 130 € zum Preis aufgeschlagen werden. Damit kommt ihr auf mindestens 579 € bzw. 729 €, die ihr für ein Surface Go berappen müsst. Und was ist mit dem Stift? Der gehört meiner Ansicht nach auch für den Normalverbraucher auf jeden Fall dazu. Allerdings könnt ihr euch hier den Surface Pen sparen. Am besten kauft ihr irgendeine der Alternativen, welche genauso gut funktionieren und nur Schraffierungen nicht unterstützen, was die meisten von euch sowieso nicht brauchen. Wir empfehlen hier den Adonit Ink, welcher 40 € kostet, oder den HP Active Pen. Beide funktionieren perfekt mit dem Microsoft Surface Go und sind deutlich günstiger. Wir haben übrigens ein interessantes Surface Go Bundle sowie den Stift für euch in der Beschreibung verlinkt. Ein wichtiger Grund für das Premium-Image der Surface-Reihe ist natürlich das Äußere. Microsoft verwendet bei den Surface-Geräten stets hochwertige Materialien und da stellt das Surface Go natürlich keine Ausnahme dar. Im Vergleich zum Surface Pro fühlt sich die Oberfläche des Gehäuses etwas plastischer an. Ich würde sagen, etwas weicher und eben nicht so metallisch, was wahrscheinlich nur an der Lackierung liegt. In Sachen Verarbeitung steht es dem Surface Pro aber in nichts nach. Es ist etwas runder bei den Kanten und der Displayrand wirkt in Relation etwas groß. Der Rand sorgt aber auch dafür, dass man das Tablet auch seitlich halten kann. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Surface 3, hat Microsoft diesmal einen deutlich besseren Kickstand verbaut. Der Neigungswinkel lässt sich nun komplett frei einstellen und das Scharnier ist praktisch unkaputtbar, da ihr den Kickstand völlig umklappen könnt. Während man über viele Dinge am Surface Go diskutieren konnte, war der eine und einzige USB-Typ-C-Port nie wirklich Teil einer Kontroverse. Obwohl es heute immer noch kaum USB-Typ-C-Speichermedien im lokalen Fachhandel zu kaufen gibt, findet man grundsätzlich, dass die Auswahl dieses Anschlusses eine gute Sache ist. Und ich sehe das genauso. Alleine schon wegen der Zukunftssicherheit macht USB-Typ-C absolut Sinn. Bis dahin muss man eben Dongles benutzen oder man hilft sich über WLAN aus. Drucker, Kameras oder ähnliche Geräte verfügen auch bei günstigeren Modellen bereits über WLAN. Dank Nearshare in Windows 10 und der Your Phone App ist es auch keine große Schwierigkeit mehr, Fotos vom Smartphone oder einen anderen PC auf das Surface Go zu bringen. Apropos Anschlüsse. Das Typecover für das Surface Go verwendet weiterhin einen proprietären Anschluss an der Unterseite, der für das kleinste Tablet im Bunde allerdings komplett neu gestaltet wurde. Bisher waren ja alle Typecover-Anschlüsse gleich und ihr konntet euer Surface RT Touchcover sogar noch an ein Surface Pro anschließen, auch wenn es idiotisch aussah. Microsoft hat beim Typecover die Magneten leicht verstärkt. Das Trennen des Typecovers vom Tablet ist damit aber weiterhin ohne großen Kraftaufwand möglich. Ihr könnt das Tablet aber alleine am Typecover festhalten, was genug über die Stärke der Magneten aussagen sollte. Aufgrund der geringen Größe des Tablets fallen die einzelnen Tasten am Typecover vergleichsweise klein aus. Daran gewöhnt man sich allerdings bereits nach sehr kurzer Zeit und kann am Surface Go außerordentlich schnell und lange tippen. Die Tastatur verfügt über einen vergleichsweise hohen Hub und bietet ein wirklich gutes Feedback. Zudem ist das Typecover etwas fester, wodurch es sich beim Tippen praktisch nicht durchbiegen lässt. Das Touchpad fällt trotz der geringen Größe des Surface Go überraschend groß aus. Es ist sogar größer als so manches Laptop-Trackpad. Wie man es von Microsoft Surface-Geräten gewohnt ist, bietet das Surface Go Typecover ebenfalls ein sehr präzises, schnelles und zuverlässiges Touchpad. Es ist im Alltagsgebrauch hervorragend und reicht selbst für Foto- und Videobearbeitung aus.
Eine Maus vermisst man beim Surface Go so gut wie gar nicht. Das Microsoft Surface Go ist das kleinste Surface-Tablet bisher und damit geht auch die Sorge einher, dass es für einen selbst womöglich etwas zu klein ist. Ist das Surface Go gar schon zu klein für den Alltag? Das 3:2-Seiten-Verhältnis sorgt einerseits dafür, dass man am Display gefühlt mehr Platz hat, als da in Wahrheit ist. Man muss aufgrund des höheren Displays weniger oft scrollen. Umgekehrt sieht man dafür in der Breite etwas weniger. Wenn man zum Beispiel zwei Webseiten Side-by-Side verwendet, wechseln diese in der Standardskalierung von Windows 10 gerne mal in den Smartphone-Modus. Ich empfehle daher eine Skalierung von 125% zu nutzen. Da sind die Bedienelemente sowohl mit Touchpad als auch mit Touchscreen gut klickbar und weder zu groß noch zu klein. Ich habe bei mir selber aber bemerkt, dass man am Surface Go sehr viel lieber die Apps als den Browser verwendet. Der Facebook Messenger ist als App einfach komfortabler auf dem kleinen Display und er lädt auch deutlich schneller als die Webseite. Dasselbe gilt für Feedlab statt Feedly. Am Surface Go benutzt man einfach viel mehr Apps aus dem Store. Und um auf die vorherige Frage nochmal kurz zurückzukommen, ist das Surface Go zu klein für den Alltag? Nein, würde ich sagen. Man kann auf dem Tablet einfach deutlich mehr erledigen als einfach nur gewöhnliche Tablet-Arbeit. Man ist auf dem Surface Go irgendwie produktiver. Das Display selbst bietet aus rein technischer Sicht eine sehr gute Auflösung für die geringe Größe. Full HD auf 10 Zoll ist von der Schärfe absolut top. Die Farbdarstellung sowie die Kontraste sind aber natürlich nicht ganz auf dem Niveau des großen Bruders. Es ist in dieser Hinsicht zwar ein gutes Display, aber eben nicht exzellent. Microsoft hat stattdessen auf eine ganz andere Qualität einen hohen Wert gelegt, nämlich die Helligkeit. Im Vergleich zum Surface Pro ist das Display des Surface Go deutlich heller. Somit ist das Surface Go tatsächlich auch noch im direkten Sonnenlicht verwendbar. Die Audioqualität ist wie auch das Display gut, aber nicht großartig. Hier ist das 450 € Surface kein Vergleich zum iPad Pro, das allerdings alleine schon ab 729 € kostet. Insgesamt ist der Sound für den Preis der Tablet-Einheit alleine aber als sehr gut zu bezeichnen. Kommen wir nun zu den beiden wohl wichtigsten Kategorien beim Surface Go, Performance und Akkulaufzeit. Wir hatten das Topmodell im Test mit dem Intel Pentium 4415Y Dual Core, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB großer SSD. Das günstigere Modell für 449 € hat 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Den Performance-Unterschied dürfte aber der langsamere eMMC-Speicher ausmachen. Wie groß die Differenz im Alltag aber tatsächlich ist, das konnten wir leider nicht testen. Die Kombination reichte bei uns aus für, würde ich sagen, anspruchsvollere Alltagsnutzung. Die Performance dieses Modells würde ich auf gefühlt die Ebene eines mobilen Intel Core i3 Prozessors der 6. Generation stellen. Es gibt bei normalen Gebrauch mit wenigen geöffneten Anwendungen keine Wartezeiten beim Öffnen oder Wechseln zwischen Programmen, keine Bedenkzeiten vor dem Laden von größeren Webseiten oder gar komplette Hänger. Anspruchsvollere Programme wie Adobe Photoshop oder Premiere Pro haben dann allerdings deutlich längere Startzeiten, sind aber auf dem Tablet für einfache Aufgaben durchaus brauchbar. Das Surface Go ist aber kein Gerät für Photoshop und Co. Und daher sollte man alleine schon, um Ressourcen zu schonen, auf eine Installation verzichten. Was man nämlich schon merkt, ist, dass sich das Surface Go mit zahlreichen ressourcenfressenden Hintergrundprogrammen durchaus ausbremsen lässt. Ein riesiger Virenschutz, der Creative Cloud Updater und noch ein paar Messenger beeinträchtigen die Performance irgendwann dann doch spürbar. Je länger ihr Windows 10 im S-Modus nutzen könnt, desto besser ist die Performance für euch. Einfach weil das System die Ressourcen vor installierten Hintergrunddiensten schützen kann. Dasselbe gilt für die Akkulaufzeit. Wer den Akku möglichst schonen will, nutzt die vorinstallierte Software. Microsoft Edge ist nach wie vor in manchen Bereichen eine Krücke, aber im Alltag bereits ein durchaus solider Browser. Man sollte Windows 10 S vor dem Upgrade zumindest eine Chance geben. Das Upgrade auf volles Windows 10 Home erfordert nur einen Neustart und ist jederzeit und für immer kostenlos durchführbar. Es läuft euch also nicht weg. Bei normaler Alltagsnutzung, sprich beim Surfen im Internet, bei automatischer adaptiver Helligkeit, großteils im hellen Innenraum, schaffte das Microsoft Surface Go in unserem Test durchschnittlich zwischen 6 und 7 Stunden. Das ist für ein so kleines Tablet wirklich großartig. Habe ich das Surface Go dann mit Windows 10 Pro wie meinen Alltagslaptop verwendet, dann war der Wert deutlich geringer. Mit Chrome, einigen Hintergrundprogrammen sowie Photoshop, das permanent im Hintergrund lief, kam das Surface Go auf etwa 5 Stunden und auch das ist für ein Tablet in Ordnung. Das unterstreicht aber auch, dass das Surface Go tatsächlich als reines Browser-, Apps- und Office-Gerät verwendet werden sollte. Dank der Offenheit von Windows 10 kann man es ja verwenden wie einen ganz normalen Laptop und auch anspruchsvollere Programme draufladen. Aber dafür ist es einfach nicht gedacht und darunter leidet im Endeffekt auch das Benutzererlebnis. Mitgeliefert wird zum Laden übrigens ein kleines 24 Watt Netzteil für den Surface Connect Anschluss. Über den einen USB Typ C Port kann das Surface Go allerdings auch geladen werden. Die Ladezeit beträgt knapp 2 Stunden und es kann sofort eingeschaltet werden, wenn es eingesteckt wurde.
Insgesamt bietet das Microsoft Surface Go meiner Ansicht nach ein sehr stimmiges Gesamtpaket. Die Performance des High-End-Modells ist für den Formfaktor wirklich gut, das Display hervorragend für die Arbeit draußen und die Akkulaufzeit ist ausreichend für den Schul-, Uni- oder Arbeitsalltag. Für mich ist es ein hervorragendes und sehr zuverlässiges mobiles Arbeitsgerät, das ich wirklich gerne überall hin mitnehme. Es ist kompakt genug für die kleinsten Zugtische und man kann es im Prinzip auch wie ein Notizbuch immer in der Hand mitnehmen. Das Microsoft Surface Go ist meiner Ansicht nach ein würdiger iPad-Konkurrent. Im Gegensatz zum iPad von Apple steht für Microsoft allerdings nicht das Entertainment, sondern Produktivität an erster Stelle. Und wer das bevorzugt, ist mit dem Surface Go als Tablet für unterwegs wirklich gut bedient.